Herzlich willkommen im X-Lab. Ich mache heute mal wieder eine Bearbeitung in Luminar 2018. Ich habe hier ein relativ altes Bild von mir ausgekramt. Das ist eine Aufnahme für mein Projekt Revision. Da habe ich Porträts im Stil alter Meister fotografiert. Was wir hier sehen, ist die Originalaufnahme. Diese Aufnahme ist mit einer der ersten Digitalrückenteile für Hasselblad aufgenommen worden. Die hatte damals 6 Megapixel. Sehr schöne Hauttöne und ich möchte dieses Bild jetzt bearbeiten. In Luminar kann man das sehr schön und sehr einfach und wir schauen uns mal den Weg dazu an. Wir sehen hier einen schwarzen oder grauen Hintergrund mit einer Beleuchtung und hier ganz unten sieht man noch ein bisschen was von der Hintergrundrolle und ich möchte jetzt ein bisschen die Lichtstimmung verbessern, möchte ein bisschen den Look verändern und das geht hier relativ schnell. Wen es interessiert, den Link zu diesem Projekt, der aus 175 Porträts im Renaissance-Stil, auch sehr viele Akte besteht, den setze ich unter dieses Video. Wir starten jetzt mit den Filtern und der Hauptfilter, den ich hier verwende, um einen schönen Retro-Effekt zu erzeugen, diesen Filter hatte ich im letzten Video auch schon verwendet. Das ist der Orton-Effekt. Hier hat er aber eine etwas andere Bedeutung. Ich möchte hier nicht wie im letzten Bild den Neon-Effekt mit ins Bild bringen, sondern, und das sehen wir hier jetzt sehr schnell, das Ganze bekommt so ein bisschen einen malerischen und kontrastreicheren Look. Die Farben werden verstärkt und das Ganze erinnert so ein bisschen mehr an Gemälde. Also da braucht man eigentlich gar nicht viel machen mit diesem Orton-Effekt. Wenn man das nicht übertreibt, dann wird das Ganze ein bisschen weicher, strahlender. Die Farben intensivieren sich und es sieht so ein bisschen gemäldeartig aus. Man kann hier noch die Weichheit des Effektes, die Helligkeit korrigieren. Aber ich denke, wir sind hier schon ganz gut dabei und das gefällt mir eigentlich so schon recht gut. Jetzt könnte man sagen, wir sind schon fertig, aber ich möchte eigentlich noch etwas verändern und zwar die Augen. Die Augen sind mir hier noch ein bisschen zu sehr im Schatten. Das sind wunderbare Augen. Und ich zeige jetzt, wie man die Augen hier ein bisschen zum Strahlen bringt. Ich klappe dazu den Orton-Effekt mal ein. Hier sieht man übrigens nochmal vorher, nachher. Also dieser Effekt alleine macht schon unheimlich viel. Da braucht man gar nicht so viel einzelne Filter dazu verwenden. Die Augen aufhellen werde ich jetzt über die Belichtung. Dazu starte ich die Belichtung. Damit kann man einfach heller machen. Ja, das ist ganz klar. Und das möchte ich aber partiell mit dem Pinsel anwenden. Bevor ich aber jetzt etwas mit dem Pinsel hier mache, ändere ich den Blend-Modus. Und zwar auf negativ multiplizieren. Dadurch wird das Aufhellen noch etwas klarer. Und jetzt gehe ich einfach auf den Pinsel. Ich habe hier schon eine gewisse Größe eingestellt, die mache ich noch ein bisschen kleiner. Ich zoome mal etwas ran und mit Control kann ich die Größe des Pinsels einstellen. Ich möchte nur die Augen aufhellen. Jetzt gehe ich hier einfach mal über das Auge und man sieht natürlich, das wird jetzt viel zu stark, dieser Effekt. Das ist aber nicht schlimm. Das lässt sich dann sehr schön regulieren. Um die richtige Helligkeit, das sieht gruselig aus, ich weiß, die richtige Helligkeit einzustellen, zoome ich raus, weil dann kann man das Verhältnis der Helligkeiten sehr schön beurteilen. So wäre das Originalbild und so kann man die Augen jetzt ganz leicht aufhellen. Also ich will so ein bisschen mehr Strahlen in die Augen bringen. Übertreiben Sie das nicht, wie schon vorhin gesehen, so sieht es komplett künstlich aus. Also ganz zurückgehen. So ein bisschen das Strahlen verstärken. Ich denke, das reicht schon völlig. Schauen wir uns mal vorher nachher an. Ja, das reicht völlig. Die Augen kommen viel deutlicher hervor und das Porträt wird viel schöner. Ja, im Prinzip könnte es das auch schon gewesen sein, aber ich möchte noch zwei Änderungen vornehmen. Zum einen möchte ich die Strahldichte noch ein bisschen erhöhen. Wenn ich die Strahldichte einschalte, dann bekommt man ein bisschen mehr Brillanz in die Lichter. Also man sieht das hier, ich zoome mal ein bisschen rein. Zum Beispiel bei den Haaren sieht man das sehr schön. Wenn ich die Strahldichte hochfahre, dann fangen die Haare an zu leuchten. Auch das Gesicht, das ist natürlich jetzt hier völlig übertrieben. Ich gehe hier etwas zurück und wir schauen noch mal kurz, was der Filter bewirkt. Ja, durch die Strahldichte wird das Ganze noch ein bisschen prägnanter. Vielleicht die Helligkeit etwas zurückfahren, dass es nicht ganz so stark aufgehellt wird. Ja, ich lasse das mal so. Das ist vielleicht noch ein bisschen viel, aber im Video sieht man das sonst kaum. Und das Ganze ist mir jetzt zu bunt. Ich gehe mal mit der Sättigung etwas zurück. Das kann ich übrigens im Orton-Effekt auch machen. Ich kann auch hier die Sättigung noch etwas zurückfahren, weil das Bild sollte ja auch so ein bisschen
entsättigt oder älter aussehen. Wie stark sie das entsättigen, ist aber auch wirklich Geschmackssache. So, und jetzt bleibt eigentlich nur noch eins. Ich klappe mal alles ein, dass wir hier einen besseren Überblick haben. Wir haben also Orton-Effekt, Belichtung und Strahldichte im Bild. Die Belichtung setze ich mal ganz nach oben. Das ist die Reihenfolge, wie die Filter angewendet werden. Dann kommt der Orton-Effekt, dann die Strahldichte. Und jetzt möchte ich ganz zum Schluss noch vignettieren, um ein bisschen das Ganze noch auf das Zentrum zu fokussieren, also den äußeren Bereich ein bisschen ausblenden. Und vielleicht kann man dann auch hier unten die Rolle mit ausblenden. Und wenn ich jetzt die Vignette verändere, kann ich es einmal heller machen, einmal dunkler. Und hier können wir ruhig recht kräftig rangehen, weil das soll ja wirklich so ein bisschen wie ein älteres Gemälde aussehen und sich wirklich auf das Zentrum fokussieren. So, das war es eigentlich auch schon. Ich denke, das ist ein recht spannendes Bild geworden. Ich gehe mal hier auf Vorher, Nachher, Vorher, Nachher. Und man sieht, mit wie wenigen und einfachen Mitteln man hier sehr schnell Ergebnisse erzielen kann. Schauen Sie auch mal auf meiner Webseite vorbei. Unter Shop finden Sie mein Luminar 2018 Tutorial. Das ist dieses hier. Für nur 39 Euro ein komplettes Tutorial, das das komplette Programm beschreibt, sehr anschaulich mit vielen Beispielen. Und hier finden Sie natürlich auch meine anderen Tutorials, das wäre das Affinity Photo Tutorial und auch der Link zu dem Praxisbuch für Affinity Photo, das ich für den D-Punkt Verlag geschrieben habe. Zu Fragen dazu kontaktieren Sie mich einfach auch über E-Mail. Wenn Sie Luminar noch nicht haben, können Sie die kostenlose Testversion runterladen. Mit dem Gutscheincode, der unter diesem Video steht, bekommen Sie 10 Euro Rabatt, also einen günstigeren Preis. Bestellen Sie dann über den unten stehenden Link, dann unterstützen Sie auch automatisch diesen Kanal, ohne dass es Sie mehr kostet. Im Gegenteil, 10 Euro billiger. Ich bedanke mich fürs Zuschauen aus dem X-Lab, Rüdiger Schestag.